Ja, einen wunderschönen guten Morgen und hallo liebe Zuschauer zum heutigen JFD-Devisenradar am Freitag, dem 12. Juni. Wir wollen uns heute hier wieder dem Markt widmen, dem FX-Markt natürlich im Sinne der Namensgebung. Und hier sehen Sie wieder die Rainbow-Beschau der von mir häufigst betrachteten FX-Paaren, gerade auf Intraday-Basis, inklusive auch des Goldpreises, der sich hier in Rainbow-Manier, und das mal ein schönes Beispiel dafür, uninteressant darstellt. Wirklich uninteressant darstellt. Hier am 10.06. war im Sinne dieses positiven Spins durchaus hier ein schöner Aufwärtsimpuls zu erhaschen im M15, keine Frage. Sie sehen, die Rainbow-Struktur hat sich hier vom Negativen ins Positive gedreht. Dennoch so richtig klar war das nicht. Viel besser sieht der Rainbow dann hier in dieser abwärts gerichteten Struktur aus, die ich Ihnen jetzt hier nochmal verdeutliche. Das war hier viel mehr vom 3. bis eben zum 5. hatte man hier viel, viel schönere Rainbow-Bewegungsimpulse, die wir eben hier heute, und das soll nicht um den Goldpreis gehen, sondern um den Euro gegenüber dem britischen Pfund sehen. Ja, wir sehen hier das Euro gegenüber dem britischen Pfund in einer abwärts gerichteten Momentumstruktur. Hier am M15 ganz klarer Rainbow, höchst negativ aufgefächert. Das Währungspaar selbst ist bislang 26 Pips gelaufen, hat hier eine durchschnittliche Range im Bereich, wenn man die 20 Tage und den Durchschnitt betrachtet, um die 70 Pips. Das heißt, heute ist hier noch einiges an Potenzial zu erwarten. Und unlängst hatten wir hier auch auf der Gottmor Trader Startseite schon den Euro-US-Dollar vorgestellt mit einer ähnlich negativen Einstellung. Dazu bitte mal auf die Startseite schauen. Da haben wir einiges in Sachen Euro-US-Dollar aufgefahren. Mal sehen, ob es denn auch so kommt. Letztlich hier haben wir auch beim Euro gegenüber dem britischen Pfund unlängst vor der European Session, also vor Beginn des Starts der europäischen Börsen, einen Ausbruch unter das Vortagestief gesehen. Das war hier dieses Niveau im Bereich 0,7237. Es gab praktisch den Ausbruch, dann die starke Reversal-Kerze, die allerdings jetzt hier wieder so ein Stück weit Eintrübung erfährt. Und wenn wir uns die Rainbow-Struktur hier anschauen, dann wird deutlich, dass wir hier weitere Tiefs voraus haben, sofern wir nochmals das gestrige Tagestief unterschreiten und hier insbesondere auch ein neues Tagestief für heute machen. Das wäre unterhalb von 0,7231 der Fall. Dann dürfte man im Sinne dessen, dass wir hier diese Horizontal-Support-Linien sehen, zunächst weitere Rückläufe bis 0,7218 rund erwarten und dann final bis 0,7187 etwa. Das heißt, man hat hier wirklich noch einiges an Potenzial. Wir sprechen hier roundabout über 45, 50 Pips, die es hier noch nach unten gehen kann und dies eben in dieser sehr, sehr schönen, sauber dargestellten Abwärtsmomentumstruktur. Schauen wir noch mal kurz auf den Wochentag selbst beim Euro gegenüber dem britischen Pfund. Da sehen wir, dass hier auch der Freitag der Euro gegenüber dem britischen Pfund ja generell in einer ja übergeordneten Abwärtstendenz, aber hier der Freitag mit 44% positiver Schlusspreis, also ein negativer Wert für steigende Preise, sehen wir hier sehr eindeutig, dass der Markt hier weiter nach unten driften dürfte. Auch im Overall View mit 48% ist der Freitag ein leicht schwächerer Tag und all dies begünstigt grundsätzlich hier eine weitere Abwärtstendenz, die sich dann eben hier weiter fortsetzen sollte. Ein Umdenken wäre natürlich angebracht und notwendig, wenn das Währungspaar hier zum einen den heutigen Pivotpunkt bei 0,7266 überschreitet, das ist hier diese blaue Linie, und zum anderen im Vorfeld schon hier diese Asia-Session, die betrug ganze, in Anführungszeichen, ganze 19 Pips und das wären hier Preise über 0,7258. Wenn das Währungspaar darüber hinauszieht, dann wäre ein Stück weit hier dieses Asia-Paket, also das, was im asiatischen Handel ablief, nach oben hin aufgelöst. Und dann könnte es gerade, wenn es zur Überschreitung des Pivotpunkts kommt, dann hier zu einem Rainbow-Spin kommen, zu einem Rainbow-Umkehrmanöver, was dann dazu führen kann, dass wir hier zunächst das Daily-Durchschnittshigh erreichen, das wäre 0,7304, beziehungsweise dann möglicherweise auch noch in Richtung des Vortageshochs gehen, was sich hier im Bereich 0,7315 aufhält. Also Sie sehen, es gibt einige Optionen. Trendfolgend, im Sinne der Statistik auch, hat man jedoch hier erhöhte Chancen, einen weiteren Abwärtsimpuls zu sehen, zu erwarten. Sollte also heute nach unten gehen, hier beim Euro generell, beim Euro gegenüber dem US-Dollar, beim Euro gegenüber dem britischen Pfund und auch der Euro gegenüber dem japanischen Yen sieht nicht so rosig aus, wenn wir da nochmal kurz den abschließenden Blick drauf werfen. Auch hier der Rainbow mittlerweile schön abwärts gerichtet. Verwandeln wir kurz den Chart in die Pattern-Struktur, dass wir hier genauere Inhalte sehen in Sachen Asia-Range. Sehen wir hier auch ein sehr starkes Manöver.
Der Bullen, hier haben wir praktisch auch das Vortagestief unterschritten, aber wir haben die Asia-Range noch nicht verlassen. Das ist sehr, sehr interessant. Hier gab es einen sehr, sehr steilen Anstieg, aber der Rainbow ist grundsätzlich noch negativ aufgefächert. Grundsätzlich haben hier noch die Bären den Daumen sozusagen in der Wunde. Und wenn es hier nach unten rausgeht, Vortagestief nochmal unterschritten wird, insbesondere hier die Asia-Range, und da haben wir hier ein Tief bei 1,3847, geht der Preis darunter, dann muss man erwarten, dass hier nochmal gute 60, 70 Pips nach unten abgearbeitet werden können. Das entspricht dann hier Preisen im Bereich 1,38, vielleicht sogar 1,3770, sofern wir hier die Average True Range der durchschnittlichen letzten 14 Tage im Bereich 144 Pips abarbeiten. Dann haben wir sogar auf der Südseite noch wesentlich mehr zu erwarten. Also auch hier die Europäer generell mit Schwäche gesegnet. Wollen noch mal sehen, ob es auch so kommt. Wir werden das im weiteren Tagesverlauf beobachten. Gegebenenfalls noch mal eine JFD Live Trading TV-Sendung aufsetzen mit kurzen Inputs dahingehend. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten und wünsche Ihnen jetzt noch einen erfolgreichen Handelstag. Ciao dabei, Ihr Christian Kemmer.